Freundin die Träume zu zerstören, Schwester zu schlagen. Es ist alles sehr dramatisch hier. Das ist ein schöner Haus, Alter. Finde ich super. Jason, Justin! Komm her jetzt, nein! Selma! Die 7-Jährige und der 5-Jährige haben eine Pate vorbereitet für ein Kuscheltier, das Penny heißt. Ist das geil? Yes! Das ist die Penisfeier, jawohl! Wie geil ist das denn? Oh. Bitte als A0-Plakat ausdrucken. Das muss man auf jeden Fall, das muss man bis in alle Ewigkeit aufheben. Mama, du hast Sonnenbrand an der Scheide. Ich weiß, dass das Kind immer Scheide und Scheitel verwechselt. Die anderen Menschen im Supermarkt leider nicht. Ich hab dir doch gesagt, das sollst du immer so am Strand liegen. Aber witzig wäre es, wenn man uns selber vergessen würde und so, ja, wirklich? Wo weißt du das? Ich zu Kind, 5 Jahre. Du bist gerade in einer Phase, in der du oft, Kind, nein, du bist eine Vase. Ich fühle das so richtig gentle parenting. So, du bist, ich fühle das gerade, dass du in so einer Phase bist. So, nein, du bist eine Vase. Selma! Scheiße, ey. Ich glaube immer mehr, das ist, oh Gott, ey, das ist so Standard einfach, ey. Vor allem, wie viele Phasen gibt es eigentlich? Ich dachte ja immer in diesem, oh je, ich wachse, da waren noch verschiedene Phasen drin in dem Buch. Und dann war irgendwann mit 2 Jahren zu Ende, aber es gibt mehr als in diesen 2 Jahren. In welcher bist du jetzt? Hab gerade dem 4-Jährigen verboten, seine Schwester zu schlagen und daraufhin ist er durchs Blumenbeet getrampelt und hat gesagt, wenn du meine Träume zerstörst, zerstöre ich auch deine. Es ist alles sehr dramatisch hier. Oh, geil. Wow. Vor allem die Träume zu zerstören, Schwester zu schlagen. Und dann auch dieses mit den Blumen. Das ist ein schöner Haus, Alter. Finde ich super. Weiß nicht, hast du dich nicht mit deinem kleinen Bruder geschlagen? Das war aber nicht mehr Traum. Ich hab's einfach gemacht. Ja, das war eine Konsequenz. Das war so, du machst das, Konsequenz ist... Kriegst den Controller in den Kopf. Bis ich Kinder hatte, hielt ich die Flecken in der Waschmittelwerbung für übertrieben dargestellt. Das stimmt. Stimmt eigentlich. Wer hat solche Schokoflecken auf dem T-Shirt? Und man dachte sich wirklich, kann nicht sein. Kann nicht sein. Und jetzt holst du dein Kind aus dem Kindergarten ab und es sieht aus, als wäre es einmal durch den Schlamm gezogen und mit dem Sand paniert worden. Jetzt mal ohne Witz, wie macht man das? Die können einfach nicht waschen. Vielleicht aus, ja? Ja, ey, da, wenn du mir noch einmal mit der Sonne kommst, ey. Sorry, aber. Ha! Das ist es. Du reibst es immer ein in die Phase. Nicht reiben. Das ist das Geheimnis. Nein, Mann! Doch, du reibst es ein. Mit dieser Bürste reibst du es ein. Siehst du? Nein, mache ich doch auch gar nicht. Wir haben doch diese Geilseifenbürste, die musst du es dann. Ja, manchmal mache ich das mit der Seife direkt drauf. Und reibst du? Das kann niemals sein. Ich habe schon alles gemacht. Ich habe getupft, ich habe es eingerieben, absolut. Ja, habe ich auch mal gemacht. Das kann niemals der Grund gewesen sein. Ja, ich bitte darum, Leute. Lieben Gruß an alle Kifferorthopäden. Mama, bitte den Kifferorthopäden zurückrufen. Das ist eine richtig süße Note. Sowas hebt man auch gerne auf, sie oder? Sie hat's gut gemeint. Ja, sowas gerne aufheben. Oh Gott. Auch immer mit der Zahnspange ja, oben. Ja, ist auch süß, auch süß. Gut gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Kind geschrieben oder gemalt hat. War der Vater? Ja. Die ist ja richtig sweet. Vor allem ist die auch noch schön. Guck mal, ja. Mit dem Bild dazu, den Doodle. Alter. Ich würde mir das einrahmen. Das ist ja mega. Hä? Das ist doch easy. Könnte ein Horror. Echt? Ich finde da eine Ähnlichkeit mit dir. Guck mal, das Lächeln. Jetzt guck doch mal an, ey. Schau mal die Ohren und das Lächeln. Das ist doch du. Wie ich das wäre. Was ist denn los? Badezimmer, nachdem 8- bis 15-Jährige geduscht haben. Ich kann es noch nicht beschreiben, ja, unser Kind, aber Waschbecken, ja. Doch, Waschbecken, voll. Weil wir haben da keinen Fröpfel, aber die war so schlau, dass sie das Handtuch daneben, mit dem man sich danach abtrocknet, dass man das, wenn das nass ist, richtig schön reindichten kann. Ja. Und dann läuft trotzdem das Waschbecken. Das habe ich ganz vergessen. Kenne ich. Doch, ich kenne das.
Echt? Ich kenne das. Heiß duschen, warm duschen. Also ich meine, wer findet es nicht cool, aber ich habe es geliebt. Deswegen ja, bist du so ein warm duschen. Ich habe heute nicht hauen auf dem Spielplatz. Komm da runter, mit deiner anderen Mutter geplaudert. Sie ist keine Steine lutschen. Super nett. Jedenfalls, soweit ich das Stopp beurteilen kann. Wir konnten ja nie mehr als kommst du jetzt da runter ein paar Worte am Stück wechseln. Ja, sehr. Ja, aber so ist es. Sehr authentisch. Wirklich. Hä? Ich kenne mich halt aus. Jason Schastin! Komm her jetzt! Nein! Nicht die Kacke nicht von dem Hund Sand. Essen! Nicht den Sand! Ja, man schaut sich auch dann gerade immer an beim Sprechen, weil du musst ja beim Sprechen mit dem Erwachsenen gucken, was das Kind macht. Korrekt. Und eigentlich unterhält man sich ja mit der Luft. Ja, das stimmt. Ich formuliere das anders. Nicht hauen, sondern ich sage dann halt so, hey, wenn dich was stört, kannst du Stopp sagen, sage ich dazwischen. Oder du findest, fühlst du dich da sicher? Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Oder ich würde sagen, nicht, hey, keine Steine lutschen, sondern komm, das schmeckt dir doch gar nicht. Ich habe hier, was weiß ich, Pufflettis dabei. Möchtest du lieber die? Und statt Stopp sage ich so, bist du dir sicher, dass du so weitermachen möchtest? Und statt komm da jetzt runter, würde ich sagen, kommst du da jetzt runter? Ich würde sagen, ist das jetzt die Wunschvorstellung oder ist das so? Nein, wir formulieren das schon viel positiver. Die Katze der Oma ist gestorben und sie erklärt, dass die Katze nun im Himmel sei bei Gott. Worauf der kleine Neffe fragt, und was macht Gott mit einer toten Katze? Ja, auch hier. Gute Frage. Ja. Gute Frage. Was will Gott mit einer toten Katze? True, berechtigt einfach. Berechtigt. Yes! Frage. Das wissen wir alle nicht. Ja? What happens in heaven stays in heaven. Ist so, ja. Nobody knows. Ja. Glaub, wenn demnächst in den Nachrichten käme, dass die Zombie-Apokalypse angefangen hat, wäre meine erste Frage dazu, bedeutet das jetzt, dass die Kita geschlossen hat oder kommt dazu noch mal eine Rundmail? Ja! Ich glaube, manche denken sich auch, bitte, Kita, bleib offen. Bleib bitte offen. Ja, aber die klassische Rundmail. Die klassische, ich war nicht im Verteiler-Mail. Meine Rundmail ist immer das Schild an der Eingangstür. Ja, das ist sehr gut. Wir haben heute Läuse. Heute haben wir Scharlach. Wie so ein Buffet. Ja. Da kommt auf jeden Fall nochmal eine Rundmail. Zu welchen Konditionen, ob man testen muss oder nicht testen muss. Ist das Kind schon, hat das Kind schon Zombieblut in sich oder nicht? Wie viele Erzieher sind betroffen? Kann man mit ein paar Zombie-Erziehern den Betrieb vielleicht auch aufrechterhalten? Ich glaube schon. Und ehrlich gesagt, sind Zombies wirklich so viel schlimmer als Kinder, als Kleinkinder? Wahrscheinlich. Es ist sehr berechtigt. Auf einmal ist es so entspannt im Kindergarten, da berichten die Erzieherinnen. Maltisch im Indoor-Spielplatz. Mama, ich kann das nicht so schön ausmalen. Das macht doch nichts. Guck mal, beim Mädchen neben dir sieht es auch scheiße aus. Ich schwöre, in meinem Kopf klang das noch richtig nett auf. Könnte von mir sein. Ist okay, wenn du nichts kannst. Die anderen können auch nicht. Echt Parenting Goals. Ich habe zwei Kinder gesmashed. Oh mein so, Gott. Ciao. Aus denen wird garantiert kein Picasso. Sorry, aber der ist richtig gut. Vor allem, wenn das Mädchen daneben noch irgendwie die Eltern in der Nähe hat oder so den Blick von den Eltern so. Ich wollte einfach deine Nähe fühlen. Könnt ihr noch? Wir können noch. Nee, was kann man bei Twitter-Pairing sehen? Also, beim Sexsack. Über Twitter-Pairing und beim Sexsack, ja. Okay. Oh, warte. Oh, ich bin ganz feucht geworden. Wir müssen das betreten.